Kennt ihr auch was, der Bär? Der schubst mich nur weg. Okay. Aber der... Oh, guck mal, ist er da böse. Aber da macht er dir nicht Aua, ne? Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so lange stehen geblieben. Unsere Hunde sind gleich dahin. Oh. Hallo und willkommen zurück bei Keep Up Survival. Wir starten in einen neuen Morgen, leider regnet es immer noch. Sobo ist gerade ein bisschen unterwegs, wir haben die Baufläche jetzt nochmal gewechselt. Wir sind von dort drüben in die Richtung, in die ich jetzt gucke, da steht ja die Brücke, da waren wir ja noch in der letzten Folge. Wir haben uns aber entschieden, lieber hier auf gerader Ebene zu bauen. Sobo ist irgendwo im Wald. Ich bin im Haus und davor steht ein Bär. In was für einem Haus? Da hinten das? Ja. Rechts von uns? Also zwischen unserer alten und unserer neuen Stelle hier? Oder wo? Hier sind überall Häuser. Ja, ist so ein großes Haus. Also so ein großes Haus. Also so ein. Aber wenn ich da hingehe, ich kann mich ja nicht wehren. Ich habe ja nichts zum Klopfen, oder? Ich weiß nicht, ob man so ein Bär einfach so klopft. Keine Ahnung. Jetzt kommt er wirklich zu mir. Oh. Warte, ich lock ihn. Aber dann hab ich ihn den Arsch. Karte. Vielleicht müssen wir unsere Hunde darauf hier haben. Aber der beißt ihn bestimmt kaputt. Moin. Ich renn mal. Nee, der will raus. Nur dich. Okay, dann hol ich mal meinen Hund. Und dann sag ich meinem Hund mal, er soll den Bär beißen. Okay. Wo ist er? Der Bär. Der. Der ist weg. Er hat gehört, dass dein Wolfshund kommt. Wo Wolfshund hat er Angst? Wo ist mein Wolfshund? Oh, da kommt der Bär. Wo kommt der Bär? Da ist der Bär. Bärenangriff am Morgen. Ja, was, wie kann ich den jetzt einstellen? Warte mal. Alt und viel. Ja, ich kann mich nicht. Kann nicht stillstehen. Ach so. Warte. Ich hab mal meinen Hund draufgeschickt. Ich weiß nur nicht, von wo er kommt. Aber der Bär scheint irgendwie nur auf dich fixiert zu sein. Kann er mal Hallo sagen? Mein Hund soll jetzt auch hoch. Habe ich ihm gerade gesagt. Oh ja, ein bisschen Nagel hat er schon. Nimmt ab, tatsächlich. Okay, dann kite ich den mal und lass die Hunde machen. Was mit deinem Hund? Der rennt da hinten spazieren oder was? Nee, der kommt jetzt. Guck mal, wie er angreift. Ja, fass den Bären. Der ist mein Hund ist auch hart tot. Deiner ist tot. Meiner ist tot. Scheiße. Den kann man aber wieder rufen. Irgendwie. Ja, da ist er wieder. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon. Den schickt man jetzt wieder da rüber. Ja. Der bellt ein bisschen den Sound. Als könnte ich ja den Sound ein bisschen lauter wieder machen, wa? Wenn es jetzt nur noch regnet und nicht mehr gewittert. Aber der Bär macht dem Hund doch ja nicht. Wie soll der denn abnehmen? Achso, das ist du mit dem Klopfen bist das, ne? Ich klopf gar nicht. Nee? Ich dachte, du klopfst. Ich guck nur, wie weit der Bär abnimmt und ob einer von unseren Hunden irgendwie was abnimmt. Jetzt hat er gerade gequiekt, irgendein Hund. Okay. Der Bär ist so halb runter. Das dauert natürlich ganz schön lange. Aber. Aber der Bär tut mir erstmal so nicht. Okay. Oder? Er schubst mich nur ein bisschen. Ist meiner schon hin? Hat er. Ich weiß nicht. So. Bisschen mehr als halb runter. Macht der mir auch was, der Bär? Der schubst mich nur weg. Okay. Aber der... Oh, gut, jetzt ist er da böse. Ein bisschen gewedelt. Aber da macht er dir nicht Aua, ne? Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so lange stehen. Unsere Hunde sind gleich dahin. Oh. Kann ich unseren Hund heilen? Oh, ist er wieder voll. Mein Hund. Oh, guck mal da. Lecker ja, Bärfleisch. Oh. Schnucki, guck mal hier. Ich mach mal ein Foto. Hoffentlich geht er nicht gleich weg. Das Beagle muss mal da verschwinden. Schick mal meinen Hund weg. Volk X. Ja. So, F12. Ja. Schön. Sehr schön. So, jetzt hole ich erstmal Wauzi wieder. Gut. Haben wir Fleisch. Ja.
Wir haben unsere Base Location jetzt gefunden, ein bisschen. Haben wir ja gerade schon gesagt. Ja. So, dann können wir nämlich langsam anfangen zu bauen. Wir werden ja nicht groß erklären, was wir machen. Das ergibt sich beim Bauen, das seht ihr denn. Das bringt immer nichts vorher groß zu sagen, das muss da hin und das muss da hin. Ich glaube, wir sind ja alle eher visuell und können dann sehen, was wir machen. Dann brauchen wir das Buch. Achso, ich werde erstmal meinem lieben Bündchen sagen, dass er vielleicht hier so bleibt und uns bewacht. Könnte man eigentlich ihn auch in so eine Lauerposition setzen, ne? Hast du die ganzen Elektrosachen in der Tasche? Elektrosachen? Ich die ganzen Coils? Ja, 12 Coils halt in der Tasche. Warum nicht? Du kannst dann mal in die Kiste packen, wo das Essen drin ist, hier in die erste, wo du fortgehst. Wieso? Naja, was willst du da rumschleppen? Das waren ja nicht viele. So, und was brauchen wir noch? Mehl. Wahrscheinlich eine Menge Mehl. Okay. Also, Nägel würde ich eh nehmen. Oh Gott. Dann. Gucken wir mal, wie werdet hier. Wie werdet hier so frei Schnauze machen? 2. F. Gucken, wie weit wir mit hier ins Wasser bauen können. 3. Okay, weiter kann ich nicht. Was bringt? So, willst du mal weiter raus? Das ist ja nur als Mast jetzt. Wir hier haben 9, warte mal. 9 brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haben wir, okay. Mhm. Wie weit willst du rauskommen? So symmetrisch, wie ich dachte. Nee, das ist ja egal. Ist nur, das bleibt hier erstmal, das ist wurscht. Hier können wir was draufstellen, aber das ist erstmal egal. Na, gebaut wird ja machen auch. Wir auch 11. Von mir aus. Machen wir auch 11. Ich mach rechts und links nur einen ran. Ja. Ja. Da einen ran und die andere Seite einen ran, ja. Dann brauchen wir. Nein, und schwimm doch nicht weg, volle Eule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 4, 5, 6. Brauchen wir ein Holz. Ein bisschen Holz und so haben wir besorgt. Holz haben wir. Hab ich noch. Okay. Geh doch da rauf, du Hirsch. Hier ist aber heute auch schwer von Begriff. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, sieht sehr gut aus. Ich brauche jetzt nur ein Maß, das ist immer ein Problem. Wie will ich? Wir brauchen also noch irgendwo eine Treppe. Mhm. Das ist also die Mitte. Schade. Kann man nicht auch höher setzen? Das ist jetzt so. Mhm. Halbmaß. Ah, das geht jetzt wieder. Wie, nur gerade eins? Willst du machen? Ja, also warte mal. 11 hinten quer, dann könnten wir 7 Stück nach hinten nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noch ran. Also jetzt sind 4, 3 Stück noch ran. Ich brauche noch Holz. Ja, ich glaube, ich brauche Dingens. Holz. Nimm doch auf. Also das ist nur als Maße, bauen wir wieder ab. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fiber, oh fuck. Ich geh noch mal ein bisschen hacken schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay.
rastet ja noch nicht ganz so. So. Aber es hört wirklich nicht auf zu regnen, ne? Nee. Ach, mal sehen, passt nicht. 10, 11, 3. 8, was wird hier? 2 war. Ja. Jetzt brauchen wir wieder richtig viel. 8. Das geht so schnell mit dem Hacken von den Bäumen. Da ist ja immer Fiber dabei. Baue ich mal was ab hier. 6. Mal gucken mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob man was zurückbekommt jetzt. Interessiert mich. Also, muss ich gar nicht sagen. Jedenfalls zeigt er mir nicht an, dass er was zurückbekommt. Musst du den Inventar im Auge behalten? Ja, gleich. Sieht nicht so aus. Wie? Dämonisch, also jedenfalls, vielleicht aktualisiert sich wieder irgendwann, aber. Ticket schon hier. Wie waren das eigentlich? Wachsen die Bäume auch nach? Ja. Was brauchen wir noch? 1, 2, 3, noch mal zu dem Bauernhof 5, da vielleicht. 6, 7. Mhm. Ah, Nägel. Hat er Nägel? Ich habe ja schon vorbereitet. Achso, ja, ich habe auch noch. So. Wo bist du denn? Dahinter. Guckst du? Ja, Wauzi. Passt nicht ganz. Ist ein bisschen. Warum? Ist eigentlich noch einen Millimeter nach hinten. Ja, jetzt ja nur zimmern wir da eine Treppe rüber. Das ist ja nur ein Maß. Egal. Stimmt. 1, 2, 3. 6, 7, 8. 10 Stein. 19, 11. 19. Macht er nicht mehr. Was quälst du nicht? Mit was? Der legt die hier nicht mehr hin, die von dir. Scheiße. Weil es zu uneben ist hier. Legt er die hier nicht mehr hin. Da habe ich keine Utensilien durch die Hand. Ah, Scheiße. Hätte mal ein Tickchen höher sein müssen. Brauchen wir eine mehr. Boah. Der gibt mir nicht. Nicht so. Ja, jetzt haben wir schon mal ein Maß. So halbwegs. Ja. Können wir den Rest hier wieder wegnehmen. Bei Pickup connect this pin part and use into your inventory. Aber wenn ich jetzt Pickup mache,
Ich räume mal das Holz und so aus und guck mal, ob ich ein bisschen Utensilien zurückbekomme. Nägel raus. Aha, das raus. Holz raus. Okay, jetzt zeigt nicht im Inventar. Mal gucken, ob er bei Pickup mir was zurückgibt. Oh ja, bei Pickup kriegst du was zurück. Okay. Also nicht Destroy machen, sondern Pickup. Da gibt es Materialien zurück. Schau mal, abreißen. Bei Pickup, ja. Hast du hier gebaut, wa? Hast du hier gebaut? Was? Kann ich nicht abreißen. Ich hab nicht gebaut. Ja? Doch. Den haben wir nicht mehr. Den hab ich gemacht. Dann gib her schnell den. Achso. Kann ich abreißen? Tut auch. Hammer. Ich schmeiß mal raus. Die Böden mal abbauen. Dann haben wir hier vorne. Ein bisschen unter Mars. So ein bisschen. Aber wir hätten die hinten höher bauen müssen, aber nochmal alt abreißen? Nee. Ja, wenn das nicht ganz passt, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Treppe. Gibt es so eine große Treppe? Über die ganze Weite? Das wissen wir nicht bestimmt, oder? Ja, mehrere Treppen zur Auswahl. Was ist denn nur so ein Schmarrn? Wooden Stairs, Wooden Foundation Stairs. Okay. Ach, da setzt er hier zum Beispiel nicht an. Ist rot. Gut. Hier irgendwo eine Heide. Musst du ein bisschen weggehen. Naja, ich bin weit weg, aber. Macht er nicht. Aber die Foundation Stairs. Ja. Versuch mal da einer ranzusetzen. Geht nicht. Kannst du nur hier ransetzen? Ja. Das macht keinen Sinn. Nee, leider nicht. Naja, gut. Sechs. Die total an. Weil er darüber gerutscht ist, vielleicht, wa? Ja. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Bauen kann ich so? Nee. Nee. Weißt du, was das sein könnte? Ich hatte doch hier eine Treppe rangesetzt. Vielleicht liegt es das daran, dass ich da eine Treppe rangesetzt habe, kurzzeitig. Das hatten wir doch schon mal. In einer der ersten Versionen. Wahrscheinlich mit der Höhe zusammenhängen. Tiefer bauen könnte ich sagen. Nicht höher. Aber jetzt snappt sofort ran. Kann man Snap mal ausschalten? Hm, das ist ja doof. Ich kenne jetzt schon gerne der hier. Ja, Chris. Ah, guck mal, hier kannst du ohne Strand bauen. Gerade so. Wie weit willst du gehen? Reicht so? So wie das vordere ist. Das ist ja jetzt, ja. Mhm. Wie haben wir denn da? Eins. Wie haben wir denn jetzt hier? Eins, zwei. Da kann ich nochmal schwer sehen. Drei, vier. Ich will das nicht. Kann ich nicht hier nochmal kein Schild von nehmen? Eins, zwei, drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 11 sind es vorne. Na, das ist riesig, aber wie viel vorne sind, das kann ich nicht so schön sehen. Da. 1. Da kriegt man es nicht mit der Freundin. Wo setzt das? 5, 6, 1. Hier fehlt noch einer, glaube ich. 1, 2. Kann nicht sein. 3, 4. 6, 7. Das sind glaube ich nur 9. Also hier sieht man ja schon, dass das zu kurz ist. Hier würde das ja enden. Also fehlen ungefähr 3. Warte, ich glaube. Also ich glaube, ich zähle 8 oder 9.
Ich glaube, das ist auch nicht ganz parallel. Nee, ja. Bis hier, Bert. Ja. Also bis hier ist schräg, das. War. Bis ja, wir haben kein Maß. Ja doch, hier. Ich stehe doch hier. Ich stehe doch genau jetzt. Ich bin auch eben zurückgelaufen. Rückwärts. Direkt. Ich bin genau rückwärts zurückgelaufen. Jetzt sehe ich genau in die Mitte von der letzten Foundation. So. Guck. Also bis hier genau. Bleib mal so stehen. Bis hier. Aber so viel könnte da nicht sein. Ja doch. Drei oder vier? Vier. Sieben oder acht? Ja, ja, drei, ja. Drei. Wir müssen noch ein paar Materialien machen. Ich hab noch, ich hab in der Tasche. Bau ran da. Achso, jetzt bin ich weggegangen. Wenn du wieder baust. Naja. Ist ja ja. Bau einfach zwei noch ran oder drei. Zwei. Kriegst du eine? Nee. Scheiße, hier geht's wieder nicht, ja. Ist wieder zu hoch, wa? Ja, hier kann ich wieder niedriger bauen. Ist auch nicht richtig ja, parallel. Also ist total schräg. Müssen wir uns nochmal rausfummeln. Wir müssen die hinteren wahrscheinlich nochmal neu machen. Ein bisschen höher setzen. Oh je. Ich glaube, da müssen wir uns dann nochmal eine andere Stelle in der nächsten Folge suchen. Ja, warum? Die Füße sind doch lang genug. Also wenn ich es anhebe, die Foundation, dann hat die doch noch echt viel Platz. Ich glaube, wir gucken uns das noch ein bisschen an und starten mit euch dann in der neuen Folge gleich mit einem Plan oder mit oder eventuell sogar mit einem neuen Bauplatz, wie ich das hier sehe. Ja, es sind damit nicht glatt genug. Na gut, also wir machen hier jetzt erstmal Schluss für heute und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ach so, ja. Bis dahin, haut da rein.